Gestern stand ich selbst vor dem Problem, den VR300 zu resetten, weil ich ihn einfach nicht mit der App verbunden bekommen habe. Es wird ja gesagt, dass ihr die beiden Knöpfe hier für ein paar Sekunden lang gedrückt halten müsst und dann eigentlich die Lampe anfangen soll zu pulsieren. In meinem Fall, wie ihr seht, blinkt die jetzt ganz schnell, bei euch wahrscheinlich auch, und ihr könnt jetzt auf Weiter klicken bzw. auf diesen Hilfeknopf in der App klicken und dann wird euch gesagt, dass ihr den Bumper drücken müsst und gleichzeitig den Startknopf. Ich war in meinem Fall einfach so blöd und habe die ganze Zeit den Bumper von vorne gedrückt, obwohl sie natürlich sagen von der rechten Seite. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen missverständlich, deswegen mache ich auch einfach hier dieses kurze Video. Ihr müsst hier an der Seite den Bumper drücken und den Startknopf gleichzeitig für ungefähr 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Roboter dann sich ausschaltet bzw. geresettet wird. Und wenn ihr ihn dann aufs Neue wieder startet, so jetzt ist er aus und geresettet. Wenn ihr ihn jetzt wieder startet, fährt er neu hoch und wenn ihr daraufhin die beiden Knöpfe hier gedrückt haltet, dann sollte die Lampe auch wieder langsam pulsieren und ich würde sagen, zu dem Punkt springen wir auch mal direkt hin. So, wie ihr es hört, der Roboter hat sich neu gestartet und jetzt versuchen wir das Ganze aufs Neue, beziehungsweise wir müssen gar nicht mehr drücken, ihr seht schon, dass die Lampe jetzt langsam pulsiert und damit ist der Roboter wieder bereit, in die App eingebunden werden zu können und ihr könnt weitermachen. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch helfen, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns.